Wir kommen in Schweden. Ich möchte euch heute das Klepper T8 vorstellen. Ein sehr altes, aber sehr robustes und bewährtes Faltboot der Firma Klepper. Gebaut wurde es zwischen 1954 und 1960. Wir haben eine Gesamtlänge von 5,20 Meter, eine Breite von 87 cm und ein Gewicht von etwa 25 Kilo. Wir haben insgesamt 7 Spannen in dem Holzgerüst, das aus Holz und Sperrholz verbaut ist. Wir haben als Obermaterial haben wir Baumwolle. Die Haut unten ist aus 5 Lagen Gummi verarbeitet. Es ist ein sehr, sehr stabiles Boot. Es ist sehr wendig. Es hat leider keine Luftkammern, was für einen zusätzlichen Sicherheitsfaktor sorgen würde. Was das Boot aber durchaus ab kann, man könnte vorne in Bug und Heck problemlos nochmal Auftriebskörper einschieben. Aber ist nicht zwangsläufig nötig. Es ist ein sehr schöner Wanderzweier, der eine große Zuladung hat, also auch mit ordentlich Gepäck, selbst mit unserem Hund dabei, überhaupt kein Problem. Macht viel Spaß zu fahren, ist schnell aufgebaut, etwa 15 bis 20 Minuten, wenn man geübt ist, vielleicht ein bisschen schneller. Der T8 zeichnet sich durch seine Breite und dadurch durch eine hervorragende Kippstabilität aus. Ist sehr geräumig, sowohl im Fußraum als auch in den Seiten, hat jede Menge Stauraum. Ich kann hier hinten bequem sitzen und den Hund mit dabei haben. Der Labrador nimmt jetzt durchaus auch seinen Platz ein, kann trotzdem noch eine Wasserflasche, mein Kamera-Equipment dabei haben. Es ist ein sehr robustes Boot, das Gummi lässt sich hervorragend flicken, falls nötig, geht aber auch nicht sofort kaputt, wenn man mal irgendwo auf den Stein auffährt oder auf den Sandstrand, ist überhaupt kein Problem. Und sollte man doch mal ein Loch reinfahren, lässt sich das notdürftig problemlos mit Panzerband flicken oder dann eben mit Hyperlon-Kleber und einem Streifengummi wieder richten, ist überhaupt kein Problem. Ist auch relativ schnell gemacht. Ich muss jetzt gerade mal aufpassen, hier ist nämlich ziemlich flach. Aber es ist sehr herrlich hier. Für wen ist der Klepper T8 jetzt interessant? Für alle, die einen robusten Wanderzweier suchen, der fehlerverzeiht, kippstabil ist und oftmals für kleines Geld zu bekommen ist. Es ist ein sehr schönes Allround-Boot. Ich meine zu wissen, dass sie bis Wildwasserstufe 3 sogar mitmachen. Ob ich das jetzt mal ausprobieren wollte, weiß ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich aber auch noch nicht gemacht. Es ist ein sehr charmantes Boot. Die Marke Klepper ist vielen Begriff. Ganz häufig passiert es mir, das heißt, hey, ich hatte früher selber ein Klepperboot. Das muss man wollen. Hat aber auch einen besonderen Charme für sich, da man viele Leute kennenlernt, mit vielen in Kontakt kommt darüber. Ich würde es immer wieder kaufen. Ich kann es eigentlich auch jedem empfehlen, außer will unbedingt ein Rennboot haben. Da bist du falsch. Willst du einen Wanderzweier haben mit viel Zuladung, der Fehler verzeiht, robust ist, gut zu reparieren, kauf dir ein T8. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich würde mich über ein Abo freuen. Und wenn ihr das Video liken würdet. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.